Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RoboCraft. Wie man oben rechts gut sehen kann, habe ich ordentlich weitergespielt mit dem Pod hier und habe ordentlich bunter gemacht, damit ich mein Flugzeug weiterbauen kann. Mach ich mal. Ich habe mir auch gedacht, ich nenne das Ding auch jetzt mal, weil das ist kein richtiges Flugzeug, da ist auch kein Helikopter. Ich nenne es mal einfach Flugding. So, Flugding. Schöner Name, ne? So, und zwar, ich habe mal schon ein paar Gedanken gemacht, weil ich hier verbessern kann. Erstmal, was mir eingefallen ist. So, ich mache mal jetzt leichte Verbesserung. Ich tue mal das Geschütz mehr in die Mitte. Weil wenn ich dann schieße, dann dreht er sich nicht so extrem weg. Da ist das mehr in den Mittelpunkt. Und weil ich jetzt so viele Punkte habe, kaufe ich mir jetzt erstmal bessere Triebwerke. Ich glaube, ich muss ihn auch freischalten. So, ich sag mal so, ich habe so viele Freizeitpunkte. Mache ich mal hier erstmal großzügig. Erstmal mal gucken, wie viel der kostet. Unter Movement. 4000, das wird schon knapp. 2 davon. Ja, erstmal gucken. 2 davon vorne und dann. Mal gucken, ob das passt. Da. Also, wie haben wir gesagt, 2 hat er schon, 2 davon. Und dann 6 davon. Da würde schon mein ganzes Ersparnis quasi nur für Triebwerke weggehen. Nee, das finde ich so blöd. Mach ich mal so. Da hole ich nur diese Triebwerke. Oder? Ich weiß es nicht. Oder ich mache das so und dann hole ich die ganz billigen L2er. 6-mal. Komm, ich mache das so. Baue ich erstmal die Mini-Dinger erstmal ab. Weg mit dem Dreck. Da probiere ich dann gleich. Ich muss mal die Buchstaben hier merken, weil sonst ist das immer blöd. Boah, das ist groß. Das ist ein direkter Unterschied. Cool, so. Und der Rest, wie war es nochmal? Oh, die brauchen da bedeutend mehr Platz. Das heißt, muss ich hier groß umstrukturieren. Mache ich das hier unten, obwohl ich ja unten ungern mache. Ah, da muss ich ein komplett neues Konzept. Auf jeden Fall muss das weiter. Gucken, habe ich eigentlich von diesen, okay, die grünen und so habe ich jetzt nicht so viele. Baue ich erstmal alles nur weiß. Mit diesen Billigwürfeln. So, ich mach mal alles ein bisschen breiter. Na, cool, muss ich mal angucken. Dann mache ich das so auf Designzwecken. So ein bisschen hier, nein, nicht so. So. Was ein guter Tipp ist, mittlere Maustaste übernimmt man automatisch den Würfel, was man anguckt. So, jetzt haben wir aber einen großen Pott hier. So. Es brauchen auf jeden Fall mehr Helium-Tanks. Schon alles fast zu groß. Muss ich mal kurz überlegen. Mache ich dann noch hier irgendwie sowas?
Komm, ich mach das hier ein bisschen kleiner. So, dass das so irgendwie besser aussieht, obwohl es sieht scheiße aus. Dann lieber, so. So, ich baue mal erstmal die Tanks ab, weil das muss jetzt komplett neu verteilt werden. Auf jeden Fall muss das Gleichgewicht stimmen. Ich mache es einfach so aus Gefühl, so ein bisschen vom Gefühl her. Machen wir hier so. Da, ich habe keine mehr. Ne? Kaufe ich mal. Dann kaufe ich. Ich habe ja genug Geld. Erstmal 10 Stück. Machen wir hier so ein Viereck. Hier sowas. Da kommen noch die Triebwerke dran. Die wiegen bestimmt auch ein bisschen mehr. Eigentlich würde ich die lieber hier oben machen. Dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Dass sie so viel Platz brauchen. Ich mal gucken, das mache ich mal so. So, das ist jetzt alles noch so konzeptmäßig. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ach, jetzt habe ich kein Triebwerk mehr. Komm, ein Triebwerk muss noch. Dann tue ich einfach hier die Schwachen rein und dann tue ich hier nicht so viel. Obwohl. Den mache ich mal so. Andersrum. Dass der Pilot warme Füße bekommt. Ich schick mal auf das Testgelände, um zu gucken, ob der überhaupt jetzt flugfähig ist, so halbwegs. Ich schätze mal nicht, aber mal gucken. Bestimmt fällt er platt auf den Boden. Ja. Ach so. Warum hat er die Tanks da an der Seite nicht gemacht? Bin ich blöd? Ich glaube schon. Ja, ich bin blöd. Aber man hat schon gesehen, man muss ein bisschen mehr haben. Mach mal einfach so, ich glaube. Das könnte reichen. Nein, nicht in die Schlacht. Das könnte eventuell reichen. Bisschen reichen jetzt. So, er fällt auch relativ flatt auf den Boden, aber gucken. Auf jeden Fall muss er mehr Helium, aber. Warte. Ah, Schiff war das. Okay.
Da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Auftrieb hinten, weil sonst wäre ich Gas, obwohl ein bisschen mehr Auftrieb vorne. Aber ich muss die starken Triebwerke. Überlegen. Das wird schon, das wird schon. Oder ich mache die Triebwerke nach unten. Ich glaube, dann geht das auch, aber. Ach, jetzt brauche ich noch mehr von diesen Würfeln. Wieder 10 Stück. So. Warte, ich kann ein bisschen weiter nach vorne. Da kann ich so. Ein bisschen den Pilotensitz quasi so schützen. Und der wird dann ein bisschen gehindert, das Geschütz, oder? Ne, es geht. Aber was auch gut ist, wenn ich den Piloten ein bisschen hier schütze, habe ich auch automatisch ein bisschen mehr Gewicht in der Mitte. Okay, ich bin jetzt nicht so als weniger Design, sondern mehr Funktion hier. Ich hoffe mal, ein Zug hört man nicht so im Hintergrund. Aber ich habe ein Fenster auf Kipp, aber ich glaube, das geht. Probefahrt. Oder Probeflug, besser gesagt. So, jetzt kippt er schon zu weit. Bisschen mehr Helium-Tanks muss der auf jeden Fall, weil der hat immer auch zu wenig Auftrieb. Komm, es geht nicht anders. Ich muss die Triebwerke nach unten tun. Sonst kippt da alles nach vorne. Machen wir mal so. Machen hier. Bisschen mehr Auftrieb. Machen wir mal so ein bisschen seitlich. Einfach hier oben ein. Und diese Triebwerke bauen die mal einfach hier. Moment, hier. Passt. Ich glaube, damit könnte man in die Schlacht ziehen. Da. So, aber jetzt hat er das Problem. Er tut schon ziemlich stark nach vorne kippen. Nach oben ziehen. Kann schon gar nicht richtig beschleunigen. Er fällt was ein, aber das muss ich jetzt ein bisschen umkonstruieren. Ah, ich probiere mal einfach aus. Theoretisch, wenn ich hier in der Mitte frei mache und versuche, diese beiden Triebwerke einmal hier oben und da unten zu machen, dann heben sie sich gegenseitig auf und dann fliegt er genau geradeaus. Theoretisch. Aber jetzt muss ich da die Teile hier. Besser verteilen. Ah.
Vielleicht passt das. Einfach mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren und das machen wir mal. So. Loa. Auf jeden Fall, wenn ich gerade ausfliegen will, scheint das besser zu sein. Nur zum Sinken ist der Motor so schwach, wenn ich ihn anmache, merkt man fast keinen Unterschied. Theoretisch müsste ich den hier ein bisschen weiter nach vorne machen, dass da quasi mehr Hebelwirkung ist. Den kann ich machen. Aber weil er jetzt, glaube ich, mehr Masse hat und weil das Geschütz mehr in der Mitte ist, tut er jetzt weniger sich beeinflussen lassen durch das Geschütz. Ach, weißt du was? Da wisst ihr was? Mach es einfach so. Den drehe ich einfach um. Und den kann ich dann direkt weglassen. Die sind relativ mittig. Das heißt, das müsste eigentlich klappen. Mal gucken. So, der fliegt relativ. Das kann man auch relativ gut sinken. Natürlich auch gut steigen. Lenken kann man auch noch gut. Gut landen, gut wegfliegen, gut schießen. Jetzt könnte ich mir noch ein fetteres Geschütz holen. Aber ich würde mal sagen, ich spiele mir eigentlich erstmal. Und solange ich hier Suchen mache, gehe ich mal kurz Fenster zu machen. Moment. Weil die Geräusche waren schon ziemlich nervig. Sonst mache ich immer Fenster zu, aber diesmal habe ich es vergessen. Ah, jetzt habe ich gar nicht geachtet, was für ein Level die Gegner haben, aber ich glaube dann alles so Level 2er. Ja. Mal gucken, wie sich jetzt mein Flugding schlägt. Ich kann schon mal hier ein bisschen in diese Richtung feuern. Bisschen so bombardieren. Komm, entweder von da oder von da. Da sehe ich schon was bewegen. Oh. Da. Und auch von da. Nach meinem Aus. Ah, Treffer. Bleib stehen. Das stehen. Aber mit den Plasma-Dingern muss man schon üben. Da fliegt er oder fährt er? Ich glaube, der schwebt. Ah, ich muss wirklich üben. Aber ich bin zumindest der Erste, der hier
zu landen ansetzt. Der war fast getroffen. Da. So, jetzt erober ich schon. Ich erober schon. Guck, wie weit kann ich denn hochfliegen? Also, weit kann ich noch hochfliegen. Erobern. Okay. Ich muss üben. Scheiße. Boah. Was für Geschütze hat er dran? Level 20 oder was? Zwei Treffer tot. Ja, ich muss auf jeden Fall ein besseres Geschütz dran machen. Aber das werde ich in der nächsten Folge machen. Könnt ihr gerne kommentieren, was gut war, was schlecht war. Ihr könnt gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben geben. Und ihr dürft gerne, wenn ihr es nicht getan habt, abonnieren. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao!